Wenn es bisher mitunter zu deinen Gewohnheiten gehört, in der Bibliothek TikTok-Videos zu schauen, dann ist dieses Video perfekt für dich, denn es geht um die Top 5 Gewohnheiten für deinen Lernalltag. Jetzt geht's los, viel Spaß! War das bescheuert? Moin Moin, ich bin David von juramasterplan.de und auf diesem Kanal bekommst du jede Woche ein Video, das dir hilfreichen Mehrwert für dein Jurastudium bietet und zwar insbesondere dazu, wie du effektiv lernst, um deine Klausuren sicher zu bestehen und die höchstmöglichen Punktzahlen rauszuholen, die du rausholen kannst. Wenn dich das interessiert, dann denk also gerne mal über ein Abo nach und abonniere vielleicht auch mit der Glocke, denn das hilft nicht nur dem Kanal, sondern du bekommst dann auch jeden Samstag eine kleine Benachrichtigung bei YouTube, wenn das neue Video online ist, um nichts zu verpassen. Gewohnheiten bestimmen unseren Alltag. Champions werden durch gute Gewohnheiten gemacht und gute Gewohnheiten zu haben ist vor allem gar nicht anstrengend. Deswegen bekommst du in diesem Video hier die Top 5 Gewohnheiten für deinen Lernalltag, um wirklich das Maximum an Effektivität rauszuholen beim Juralernen. Und jetzt geht's direkt los mit Gewohnheit Nummer 1, die du auf jeden Fall etablieren darfst. Denn Gewohnheit Nummer 1 ist, genug Schlaf zu bekommen jeden Tag. Unsere Schlafroutine ist eine Gewohnheit und ob wir jeden Tag erst um 23.30 Uhr ins Bett fallen und trotzdem schon um 6.20 Uhr den Wecker klingeln lassen oder ob wir früh genug schlafen gehen, das ist alles eine Frage der Routine und der Gewohnheit. Deswegen achte unbedingt im Lernalltag darauf, vor allem in Examensvorbereitung, jeden Tag genug Schlaf und genug heißt ungefähr 8 Stunden für die meisten Menschen zu bekommen. Das wird dir helfen, deine Konzentrationsfähigkeit zu steigern und jeden Tag wirklich produktiv durchballern zu können und die Rechnung quasi mehr Stunden des Tages zu erkaufen und dafür dann Produktivitätseinbußen beim Lernen zu machen, die geht langfristig nicht auf. Besser ist es, ausgeruht zu sein. Punkt Nummer 2 und wir arbeiten uns jetzt hier chronologisch durch den Tag durch. Ist ein gesundes und ordentliches Frühstück zu essen und dann auch den Rest des Tages über gesunde Mahlzeiten zu verzehren. Ein Frühstück ist besonders wichtig, denn nach diesen 8 Stunden Schlaf, die für unseren Körper nicht nur erholsam, sondern auch ein bisschen auslaugend sein können, ist es wichtig, erstmal wieder Nahrung zu uns zu nehmen, Kohlenhydrate und Proteine, um unser Gehirn auf eine leistungsfähige Ebene zu holen. Und besonders empfehlenswert ist es hier beispielsweise mit sowas zu starten wie ein paar Haferflocken und Obst, die man auch gut zu einem Smoothie machen kann, den man dann übrigens sich auch abfüllen und mit in die Bibliothek nehmen kann, um einfach dann dort im Laufe des Vormittags zu frühstücken durch Flüssignahrung. Nicht zu frühstücken ist nicht gut, weil dann unser Gehirn direkt auf dem Reservemodus läuft und dann irgendwie der ganze Tag nicht mehr so konzentriert wird. Und übrigens ist es auch so, dass auf das Frühstück zu verzichten, solche Sachen wie Angststörungen und solche Emotionen im Körper befördert. So, also Tipp Nummer 2, gesund frühstücken und auch den restlichen Tag über gesund essen. Wenn es also dann mittags in die Mensa geht, dann mach es dir doch zur Gewohnheit, nicht das Schnitzel mit Pommes und Mayo zu essen, auch wenn das sehr, sehr lecker ist, sondern vielleicht dann doch lieber den Reis mit Gemüse oder die leckere Wokpfanne, wenn es bei dir in der Mensa sowas gibt. Die Kapazitäten, die der Körper dazu verwenden muss, so schwere Nahrung zu verdauen im Magen, die kann natürlich währenddessen nicht an das Gehirn gesendet werden, um den Erlaubnistatbestandsirrtum zu verstehen. Deswegen lieber leichte Kost, langkettige Kohlenhydrate wie Reis beispielsweise, achte auf Proteine und sowieso sollten natürlich 70% unserer Ernährung nach dem Idealbild aus Gemüse bestehen. Das ist ja eh völlig klar. 17 Portionen Gemüse am Tag und dann funktioniert es aber tatsächlich mit dem Lernen gut, wenn du ein bisschen darauf achtest. Die Top-Gewohnheit Nummer 3 für deinen Lernalltag sind geregelte Pausen. Das Leben ist ein Fluss von Ein- und Ausatmen. So. Wer die ganze Zeit nur einatmet und dabei das Ausatmen vergisst,
der macht sich auf Dauer kaputt und das System, das gerät in ein Ungleichgewicht. Und deswegen ist es nicht nur beim Atmen, sondern auch beim Lernen und beim Anstrengen allgemein wichtig, sich nicht nur anzustrengen und zu ballern, sondern genauso auszuatmen, genauso auch Pausen einzubauen in den Tag. Und diese sind im besten Fall geregelt. Das heißt, wie ich schon öfter betont habe in anderen Videos, die du hier finden kannst, machst du dir am besten einen Stundenplan und da baust du dann eben geregelte Pausen ein, zum Beispiel nach 8 Pomodoro-Einheiten. Was die Pomodoro-Technik ist, ist jetzt wieder ein anderes Thema. Sagen wir jetzt für dieses Video einfach mal, um 13 Uhr mittags machst du für 1,5 Stunden Pause und um 14.30 Uhr geht es dann wieder weiter mit dem Lernen, sodass du darauf achtest, dir genug Pausen zu gönnen. Das ist eine sehr gesunde Angewohnheit, die die Konzentrationsfähigkeit in der Zeit, in der du dann lernst, so erheblich steigert, im Vergleich dazu keine Pausen zu machen, dass es sich also nicht lohnt, durchzulernen. Also geregelte Pausen wesentlich besser als keine Pausen oder ungeregelte Pausen. Das ist Gewohnheit Nummer 3 für deinen Lernalltag. Gewohnheit Nummer 4 für deinen Lernalltag ist es, die Pomodoro-Technik beim Lernen zu benutzen. Das ist mit Abstand eine der Sachen, die mir persönlich in meiner Klausur und vor allem Examensvorbereitung eigentlich den größten Mehrwert von allen Techniken geboten hat. Die Pomodoro-Technik, obwohl es gibt schon noch einige andere sehr geile Techniken. Aber die Pomodoro-Technik besteht eben daraus, dass du deinen Lernalltag nicht einfach so am Schreibtisch durchlernst von 8 bis 13 Uhr, sondern dass du dir deinen Lernalltag in kleine Scheibchen einteilst, in kleine Tomatenscheiben, deswegen Pomodoro-Technik, von 25 Minuten und nach jeder 25-Minuten-Einheit 5 Minuten Pause machst. Das machst du dann viermal und nach 4 Einheiten machst du eine längere Pause von beispielsweise 20 Minuten. So, der Witz der Pomodoro-Technik ist, dass du deine Konzentrationsspanne perfekt ausnutzt und dadurch in dieser Arbeitszeit wirklich in einen Zustand von Deep Work reinkommst und deine Konzentration perfekt nutzt und dich dadurch viel besser, viel tiefer einlassen kannst auf das, was du da lernst, weil dein Gehirn schon so ein bisschen unterbewusst das Ende dieser 25 Minuten in Aussicht hat. Ein vertieftes Video zur Pomodoro-Technik, das findest du hier ohne weiteres auf dem Kanal und dir das anzuschauen und umzusetzen ist die Gewohnheit Nummer 4, Tipp Nummer 4 für deinen produktiven Lernalltag. So, bevor wir zum fünften und letzten Tipp, zur fünften und letzten Gewohnheit kommen, kommentier doch gerne mal, ob dir diese Tipps helfen, ob du davon vielleicht sogar schon was in deinem Lernalltag so gebrauchst und was vielleicht deine Top-Gewohnheiten sind, die dir helfen, effektiv zu lernen. Denn das würde bestimmt die anderen, die wie du dieses Video gucken, auch interessieren und wäre eine geile Sache, wenn du es in die Kommentare schreibst. Freue ich mich sehr drüber. Und damit kommen wir zu meinem Tipp, zu meiner Gewohnheit Nummer 5, die ich dir empfehle. Und das sind geregelte Feierabende. Wir haben jetzt gerade schon über geregelte Pausen gesprochen. Und was langfristig gesehen ein mindestens genauso wichtiger Punkt ist, ist, dass du einen geregelten Feierabend hast. Denn bei vielen Studenten, bei vielen Jurastudenten, auch die bei mir im 1:1-Coaching sind oder eben im Jura-Masterplan Mitglied sind, ist es so, dass sie irgendwann in eine Dauerüberforderung kommen, weil sie immer bis abends lernen und nie richtig Feierabend haben. Und dadurch entsteht wirklich eine ganz schlimme Downward-Spiral, eine ganz schlimme Abwärtsspirale. Und das kannst du eben vermeiden, indem du einen geregelten Feierabend machst. Wie geht das? Das kannst du dir anschauen hier nach dem Video, in diesem Video, wie du deinen Lerntag effizient strukturierst. Da geht es auch darum, nach welchem Gesichtspunkt wähle ich denn jetzt meinen konkreten Feierabendzeitpunkt aus? Mache ich Feierabend jetzt immer um 17 Uhr oder mache ich Feierabend, wenn ich eine bestimmte Zeit gelernt habe? Wie geht das? Das ist auch ein wichtiger Punkt und eben die wichtige Gewohnheit Nummer 5 für einen effektiven Lerntag, denn nur so kannst du abends wirklich abschalten, dich erholen, quasi dieses Ausatmen, was ich vorhin so ein bisschen mit zwinkerndem Auge erwähnt habe, in deinen Lerntag einbauen und bist dann am nächsten Tag morgens, wenn du dich an den Schreibtisch setzt, wieder genauso produktiv wie gestern. Also fassen wir die Top 5 Gewohnheiten nochmal kurz zusammen. Gewohnheit Nummer 1, genug schlafen, mindestens 8 Stunden. Oder 7,5 mindestens. Gewohnheit Nummer 2, frühstücken und das am besten auch gesund und auch die restlichen Mahlzeiten gesund gestalten. Super Gewohnheit. Gewohnheit Nummer 3, geregelte Pausen in den Lerntag einbauen, die immer eingehalten werden. Gewohnheit Nummer 4, die Pomodoro-Technik nutzen und Gewohnheit Nummer 5, einen geregelten Feierabend haben. Und damit wirst du deinen Lernalltag sehr entspannt und effektiv produktiv verbringen.
So, und wenn du jetzt sagst, du willst jetzt ein bisschen mehr als ein paar Gewohnheiten hier an die Hand bekommen, wenn du sagst, du willst eine bombensichere Lernroutine bekommen, wirklich von A bis Z mit Stundenplänen, wie du deinen Lerntag gestaltest, wie du alles optimal machen kannst, um wirklich das Maximum rauszuholen, also eine bombensichere Lernroutine, mit der schon Dutzende andere Studenten vor dir handfeste Notenverbesserungen im Jurastudium erzielt haben, dann könnte der Jura-Masterplan etwas für dich sein. Denn der Jura-Masterplan ist nicht nur der Name dieses Kanals, sondern auch ein 5-stündiger Videokurs, in dem du Schritt für Schritt mit Vorlagen und allem, was dazugehört, erfährst, wie du dich beim Lernen im Jurastudium optimal organisierst, um keinen Tropfen Potenzial zu verschwenden, sondern sicher und effektiv Klausuren mit den höchstmöglichen Punktzahlen für dich zu erzielen. Wenn dich das interessiert, dann findest du den Jura-Masterplan auf www.juramasterplan.de. Der Link ist auch hier unter dem Video in der Beschreibung und das könnte für dich der nächste logische Schritt sein. Es gibt dort auch ein kostenloses Video-Coaching, das du dir jetzt holen kannst und damit wünsche ich dir viel Erfolg. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben, würde dem Kanal sehr helfen und wir sehen uns dann nächsten Samstag um 10 Uhr wie immer hier. Also bis dahin, dein David. Ciao.